Hallo, Guido hier von blockbilders.de und ich will euch heute zeigen, wie Binance funktioniert. Es gibt einfach ein paar Gründe, bei Binance zu handeln. Einer davon ist einfach, dass Binance die größte Kryptobörse der Welt ist. Ihr habt dort mittlerweile einen deutschen Support. Ihr könnt Kryptowährungen abheben und auch einzahlen. Ihr könnt dort mittlerweile gegen Euro handeln und ihr könnt auch per Kreditkarte einzahlen. Und einfach aus der Tatsache heraus, dass Binance die größte Kryptobörse der Welt ist, gibt es dort auch die größte Liquidität. Und deswegen sind halt sehr viele Leute auf Binance. Und ich will euch jetzt zeigen, wie das alles funktioniert. Das heißt, wenn ihr einsteigt, wie ihr euch da zurechtfindet. Falls ihr noch keinen Binance-Account habt, ich habe unten auch nochmal einen Link reingepackt. Wenn ihr euch mit dem Link bei Binance anmeldet, spart ihr 10% Gebühren, wenn ihr dort handelt. Also es lohnt sich durchaus, den für die Anmeldung zu nehmen. Dann, wenn ihr euch angemeldet habt, habt ihr auch schon Zugang zu Binance. Das sieht so aus. Also Anmeldung ist relativ einfach. Ihr müsst dort nur ein E-Mail und Passwort hinterlegen und dann habt ihr auch schon Zugang zu Binance. Allerdings müsst ihr euch im nächsten Schritt erst noch verifizieren. Früher war es so, man konnte bis zu einer gewissen Summe auch ohne Verifizierung bei Binance handeln. Mittlerweile ist es so, muss sich jeder, der dort anmeldet, verifizieren. Dazu geht ihr ja oben einfach auf den Reiter und geht dann auf Dashboard. Und dann seht ihr hier unten schon Identity Verification. Ich bin jetzt schon verifiziert. Ansonsten wäre hier ein Link, da klickt ihr rauf und dann müsst ihr einfach ein Bild von eurem Ausweis und Reisepass hochladen, ein paar Fragen beantworten nach eurer Adresse und dann werdet ihr in der Regel innerhalb von Sekunden verifiziert. Nur wenn das Bild irgendwie nicht klar ist, kann schon mal sein, dass da nochmal manuell nachgeprüft werden muss. Dann kann es auch etwas länger dauern. Aber in der Regel ist es so, dass das sehr schnell geht. Und wenn ihr euch verifiziert habt, könnt ihr im Prinzip auch schon anfangen, auf Binance zu handeln. Das Erste, was man im Prinzip machen möchte, wenn man handelt oder bevor man handeln kann, ist eigentlich Geld einzahlen. Und dafür gibt es hier oben die Wallets. Da komme ich gleich im Detail noch drauf. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Ich habe jetzt hier Binance auf Englisch, aber ihr könnt das natürlich auch auf Deutsch umstellen. Müsst ihr hier einfach klicken, wo Englisch steht, dann wählt ihr Deutsch aus. Gehen wir mal auf Wallet Overview. Und dann seht ihr hier schon alle Wallets, die es im Prinzip bei Binance gibt. Ihr werdet in der Regel am Anfang und eigentlich auch die meiste Zeit das Hauptwallet ist im Prinzip das Fiat und das Spot Wallet. Fiat bezeichnet einfach alle normalen Währungen wie etwa Euro oder britische Pfund oder australische Dollar. Und Spot bedeutet einfach die normalen Kryptowährungen. Das heißt, wenn ich einfach Bitcoin kaufe, werden die in meinem Spot Wallet. Auch wenn ich die hinschicken möchte, würde ich das einfach alles über meinem Spot Wallet machen. Das so das Wichtigste. Jetzt gibt es die Möglichkeit, natürlich Einzahlungen zu machen. Und da habt ihr einmal die Möglichkeit, Euro-Einzahlungen zu machen oder Kryptowährungseinzahlungen. Im Fiat- und Spot Wallet sucht ihr euch dann einfach die jeweilige Kryptowährung raus. Zum Beispiel hier Bitcoin und klickt dann einfach auf Deposit und dann wählt ihr hier noch aus Segwit BTC. Dann klickt ihr auf Get Address und dann bekommt ihr auch schon eine Adresse angezeigt, wo ihr Bitcoin hinschicken könnt. Das heißt, wenn ihr irgendwo anders schon Bitcoin habt, zum Beispiel bei Coinbase, könnt ihr die dort einfach hinschicken. Die andere Möglichkeit wäre, Fiat-Einzahlungen zu machen. Also, das wären bei uns in Deutschland jetzt Euro. Dafür könnt ihr hier oben auch bei Fiat geht ihr einfach auf, sucht ihr Euro und geht dann auf Deposit. Und dann ist es aktuell nur möglich, Kreditkarteneinzahlungen zu machen. Eine Zeit lang gingen auch Einzahlungen per Banküberweisung. Da gab es jetzt Probleme mit dem Anbieter. Deswegen hat Binance das erstmal rausgenommen. Die sagen hier noch Peer-to-Peer-Banktransfer. Zu Peer-to-Peer-Trading bei Binance habe ich ein separates Video gemacht. Das könnt ihr euch anschauen. Kann ich euch grundsätzlich nicht empfehlen, weil die Preise, die ihr da zahlt, deutlich höher sind, als was ihr zahlt, wenn ihr es normal bei Binance kauft, Kryptowährungen. Also bleibt eigentlich nur der Weg, hier die Kreditkarte zu nehmen. Dafür fallen allerdings 1,8% Gebühren an. Ich habe dazu zu den Einzahlungen und Auszahlungen auch nochmal ein separates Video gemacht. Gibt so ein paar Hacks, wie man das umgehen kann. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel eine andere Plattform zu nutzen. Also man kann jetzt zu Coinbase gehen,
dort eine Einzahlung machen und das dann zu Binance schicken oder dort eine Auszahlung machen und das zu Binance schicken. Das sind so ein paar Möglichkeiten, die man machen kann. Grundsätzlich, wenn man Anfänger ist und nur irgendwie eine Summe in Bitcoin kaufen will, wird aber in der Regel der Weg hier der übliche sein. Einfach die Kreditkarte nehmen und dann Geld auf euer Binance-Konto laden. Genauso einfach könnt ihr übrigens auch wieder Abhebungen machen. Das geht aktuell allerdings auch nur auf die Kreditkarte oder ihr schickt es halt zu einem anderen Anbieter. Das heißt, wenn ihr hier Bitcoin habt, könnt ihr es zu einem anderen Anbieter schicken wie Coinbase und könnt dort eure Auszahlung auch auf dem Bankkonto machen. Ansonsten müsstet ihr die Auszahlung hier auf eine Kreditkarte machen. Kann sein, wenn ihr das Video vielleicht in ein, zwei Monaten seht, dass Binance jetzt schon wieder Euro-Auszahlungen auf Bankaccounts hat. Aktuell ist es jedenfalls nicht so. Das im Prinzip zu den Ein- und Auszahlungen. Das nächste, was wir uns anschauen wollen, ist, wenn ihr Kryptowährung kaufen wollt, wie ihr das machen könnt. Dafür gibt es auf Binance echt verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit, das zu machen, ist im Prinzip Convert zu nehmen. Das heißt, ihr konvertiert einfach eine Kryptowährung in die nächste. Das heißt, ihr habt hier zum Beispiel Bitcoin. Dann könnt ihr das einfach in Ethereum konvertieren. Sagt ihr einfach, wie viel Bitcoin ihr konvertieren wollt. Und dann drückt ihr auf Preview Conversion. Und dann wird euch angezeigt, wie viel Ether ihr dafür bekommen würdet. Das ist im Prinzip die einfachste Möglichkeit, Kryptowährungen untereinander zu konvertieren. Könnt dabei auch Euro beispielsweise in eine Kryptowährung konvertieren. Das heißt, wenn ihr irgendwie 1000 Euro eingezahlt habt, könnt ihr das einfach, wählt ihr hier Bitcoin aus, könnt ihr das einfach konvertieren in Bitcoin. Also da könnt ihr es dann auch einfach, wenn ihr hier tauscht, zurückkonvertieren. Das heißt, Bitcoin wieder in Euro konvertieren. Das ist tatsächlich so die einfachste Möglichkeit, wie ihr dort handeln könnt und schnell Kryptowährungen kaufen oder untereinander tauschen könnt. Komplizierter ist, wenn ihr das Trading Interface nehmt. Das kann ein paar Vorteile haben. Ihr könnt zum Beispiel eine Limit Order einstellen und ihr seht auch, wie sich der Kurs entwickelt hat. Beispielsweise. Trading Interface sieht so aus. Wir sind hier auf Advanced gegangen und dann könnt ihr hier euer Trading Paar auswählen. Wir wollen jetzt zum Beispiel Euro handeln gegen BTC. Suchen wir hier oben einfach Euro. Euro gegen BTC, das haben wir hier. Und dann sehen wir hier das Trading Interface. Wir sehen hier einmal den Kurs, wie der sich entwickelt hat. Dabei ist eine Kerze, also an so einem Strich, immer eine Stunde. Das könnt ihr auch ändern, hier in 4 Stunden oder 15 Minuten, je nachdem, wie ihr wollt. Und dann seht ihr hier das Orderbuch. Das sind alle Verkauforders. Das sind alle Kauforders und hier seht ihr die letzten Trades, die stattgefunden haben. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, ich will Bitcoin kaufen, ich will alle Euro, die ich habe, investieren. Ich habe jetzt hier nicht 4 Euro drauf und würde dann nur bei BTC machen bei einer Market Order und dann hätte ich sofort die Bitcoin gut geschrieben. Bei einer Limit Order würde ich sagen, okay, ich will Bitcoin kaufen, wenn der Preis zum Beispiel, jetzt ist er bei 40.000 Euro, wenn der Preis zum Beispiel auf 38.000 Euro fällt. Und dann würde ich machen bei BTC und dann würde die Order ins Orderbuch geschrieben werden und dort so lange bleiben, bis der Preis erreicht wird. Ich kann euch das mal bei einer Sell Order zeigen, da funktioniert es nämlich genauso. Gibt es auch Market und Buy, also Market und Limit Order und ich könnte jetzt sagen, okay, ich will 50% meiner Bitcoin verkaufen, wenn der Preis auf 50.000 Euro steigt und dann mache ich einfach Sell BTC und ihr seht, die ist jetzt hier ins Orderbuch geschrieben und bleibt jetzt da drin, bis der Preis erreicht wird. Wenn wir natürlich nie auf diesen Preis kommen, würde die Order für immer drin stehen bleiben. Ansonsten könnt ihr sie auch jederzeit manuell rausnehmen. Das mache ich jetzt. Jetzt ist sie auch raus, jetzt ist sie gelöscht, jetzt wird sie nicht durchgeführt. Also wie gesagt, hier Buy und Sell
Orders, Market und Limit Orders. Market Orders einfach, wenn es sofort ausgeführt werden soll. Limit Orders, wenn ihr einen Preis festlegen wollt, zu dem es ausgeführt wird. Generell zu den Gebühren, die liegen bei 0,1%. Das heißt, wenn ihr hier einen Trade macht, zahlt ihr 0,1%. Gibt noch ein paar Tricks. Man kann mit BNB die Gebühren zahlen, dann spart man 25%. Und wie gesagt, wenn ihr den Link nutzt, spart ihr auch nochmal 10%. Damit ist Binance eigentlich führend im Vergleich zu anderen Anbietern wie etwa Bitpanda oder Coinbase, wo es wesentlich teurer ist und man teilweise bei 1% oder mehr ist. Das zum Kaufen und Verkaufen von Kryptowährungen, das sind sogenannten Spothandel. Dann gibt es darüber hinaus noch Derivatives oder sogenannte Futures. Dazu habe ich ein separates Video gemacht. Ist aber für uns Deutsche beispielsweise nicht mehr so interessant, weil dieses Feature jetzt für Deutsche bei Binance eingestellt wird. Das heißt, wenn man Deutscher ist, kann man keine Futures oder Derivatives mehr bei Binance handeln. Das wird eingestellt. Da gibt's, kann man noch ein paar andere Plattformen nutzen. Beste Alternative ist da im Prinzip FTX, wo ihr jetzt noch Futures handeln könnt. Bei Binance wird's in nächster Zeit nicht mehr gehen und schon gar nicht für neue Accounts. Dann gibt es noch den Bereich Finance und Finance ist im Prinzip eine gute Möglichkeit, bei Binance Geld zu verdienen, ohne dass ihr handelt. Im Prinzip kann man da seine Kryptowährungen anlegen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das gibt zum Beispiel, wenn ihr BNB habt, könnt ihr das in den sogenannten BNB Vault packen und dort könnt ihr dann, seht ihr hier, im Jahr 7,15% Zinsen damit verdienen. Oder ihr könnt halt ETH-Staking machen, also Ethereum-Staken und halt auch bei Bitcoin gibt es ein paar Zinsen, das kommt immer darauf an, muss man schauen, was man hat, wie viel Zinsen das gibt. Kann dann auch hier suchen, zum Beispiel ADA, seht ihr, kann man über verschiedene Zeiträume anlegen. Es gibt teilweise Locked Staking und Flexible Staking. Sieht man hier hinten immer an der Duration. Da sieht man dann, Flexible kann man sie jederzeit abheben und wenn man sie halt 60 Tage einloggt, kann man sie 60 Tage lang nicht abheben. Man kann einfach sagen, okay, man möchte jetzt ADA staken und dann kann man sie einfach hier übertragen. Ich kann das ja mal mit Bitcoin zeigen. Nehmen wir einfach Bitcoin. Also wenn ihr eure Kryptowährung sowieso auf der Börse lasst, ist das halt eine gute Möglichkeit, die halt einfach hier anzulegen. Das ist risikofrei. In der Regel, einzige Ausnahme ist DeFi Staking, aber alles, was Flexible Savings oder Locked Savings ist, ist eigentlich risikofrei. Das funktioniert so, dass Binance die Guthaben an Margin Trader ausleiht. Und falls sie in Schwierigkeiten kommen würden, das zurückzuzahlen, liquidiert Binance zuerst deren Position, sodass auf jeden Fall eure angelegten Guthaben und die Zinsen zurückgezahlt werden. Also das ist relativ sicher. Könnt ihr einfach eingeben, wie viel ihr anlegen wollt, zum Beispiel hier alles. Und dann müsst ihr noch einstimmen und dann könnt ihr hier auf Confirm klicken und dann werden die Guthaben angelegt und bei Flexible, wie gesagt, könnt ihr sie jederzeit wieder abheben und die Zinsen hier 0,5% beziehen sich halt aufs Jahr. Werden aber täglich, also mindestens täglich ausgezahlt. Das im Prinzip zu Binance Earn, da habe ich auch nochmal ein separates Video gemacht. Dann gibt es noch so ein paar andere Sachen, über die wir nur kurz drüber gehen. Es gibt Binance Pool, das ist, wenn ihr selber Kryptowährungen minen wollt. Dazu braucht ihr aber separates Mining Equipment, ist jetzt für die meisten nicht interessant. Ihr könnt euch eure eigene Binance Visa Card bestellen. Gibt es auch nochmal ein separates Video. Da könnt ihr mit der Visa Card einfach eure Kryptoguthaben ausgeben. Das heißt, könnt ihr ganz normal wie eine Visa Card überall bezahlen mit und die Guthaben werden dann von euren Kryptoguthaben im Prinzip getauscht zu den Euro-Guthaben in dem Moment, wo ihr bezahlt und im Prinzip ausgegeben. Dann gibt es die Möglichkeit, Loans zu machen. Das heißt, wenn ihr einen Bitcoin habt, wenn der Bitcoin-Preis gerade 50.000 US-Dollar ist, könnt ihr euch damit einen Loan holen und der wäre zum Beispiel in der Regel relativ schlecht, so 50% von den hinterlegten Kryptowährungen. Das heißt, 50.000 US-Dollar kriegt ihr zum Beispiel
Also ein Bitcoin kriegt ihr dann zum Beispiel 25.000 USDT als Kredit von Binance. Und dann gibt es noch Liquid Swap. Und Liquid Swap ist im Prinzip, falls ihr schon gehört habt, wie Uniswap. Und das ist die Möglichkeit, wie Kryptowährungen untereinander getauscht werden. Wir hatten das ja hier bei Convert beispielsweise. Da wird eine Kryptowährung gegen eine andere getauscht und die Liquidität gibt es im Prinzip in diesen Pools. Und da könnt ihr auch selbst Liquidität hinterlegen und seht, bekommt dafür nochmal Zinsen. Je nachdem, was ihr macht, sind die Zinsen halt relativ gut. Ihr müsst ja bedenken, wenn ihr hier was nehmt mit hohen Zinsen, zum Beispiel USDT gegen BAKE, ist halt das Problem, dass ihr beides haltet, aber wenn halt der BAKE-Preis stark abfällt, kriegt ihr zwar diese Zinsen und habt dann mehr BAKE, aber im Prinzip am Ende nicht gewonnen, weil der Kurs der Kryptowährung abgestürzt ist. Gibt aber auch ein paar gute Pools, wie zum Beispiel BTC gegen WBTC, das heißt Bitcoin gegen eine Bitcoin-Variante auf der Ethereum-Blockchain und die halten sich eigentlich gleich im Preis und da gibt es zum Beispiel 3,26% Zinsen, was relativ gut ist. Das dazu und auch risikofrei, weil ja der Kurs von beiden gleich ist oder etwa gleich ist. Das ist im Prinzip so das Wichtigste zu Finance. Und dann gibt es noch NFT, da gibt es einen NFT-Marktplatz, wird auch nochmal in einem separaten Video behandelt. Aber das ist so im Prinzip das Wichtigste zu Binance, was ihr wissen müsst. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, nutzt gerne unten die Kommentare. Wenn ihr keinen Account habt, nutzt gerne den Link, um euch anzumelden und 10% Gebühren zu sparen. Und wenn ihr das Video hilfreich fandet, würde ich mich über ein Like freuen und wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen Dank fürs Zuschauen.